Monster auf, die A8. Den hier. Wieder links ab. Richtung Davis. Was sehe ich? Rechts abgebogen, wir sind unterhalb von Davis. An den Kanälen. Wo seid ihr? Ist der zweite Helikopter, der auf Bedilach landet, von uns? Wir haben Sichtkontakt verloren. Letzte Sichtung Davis, schwarzer Audi A8. Schwarzes Nummernzeichen. Und rote Unterbundbeleuchtung, oder? Was das? Negativ. Fuck, Digga. Scheiße. Wir haben ihn verloren, Chad. Alter, 10-20. Sichtkontakt verloren. Letzte Sichtung Davis. Papai, bist du da, Papai? Jo, hallo? Hey. Ja, geht's dir gut? Ja. Yeah. Also, ich hab jetzt jemanden, also, aber ohne Maske und ohne Reden. Ist das okay? Ohne Reden? Ja. Ohne Reden ist doch langweilig. Keine Ahnung, sie kann ihre Stimme verstehen. Ja, das sag ich ihr. Ja, die soll so ein Roberto spielen, vielleicht. Roberto. Genau. Okay, das wäre jetzt. Okay, wie viel will sie? Ich mein natürlich mit Maske und ohne Reden. Ach so, mit Maske ohne. Ja, genau. Okay, ich habe die ganze Zeit ohne gesagt und du auch. Wie viel bekommt sie dann? Das Ding ist, wie viel will sie? Also, das Ding ist halt, sie ist mit Maske, ne? Das ist natürlich ein riesen Nachteil. Das heißt, wie wär's mit. Sie ist zwar mit Maske, aber die muss sich echt anstrengen, um Roberto zu sein. Das ist schon eine Arbeit. Also der Gehalt ist stark. Das Gehalt wird nach Arschumfang bemessen. Ein Riesending ist das. Ein Riesending. Okay, gib mir mal Ihre Nummer. Einen Moment, ich kläre das erstmal ab mit ihr. Okay. Ist Esmeralda da? Nee, leider nicht. Ey, Digga, diese Dings. Wenn ich das hier sehe, das erinnert mich immer anfangs GTA-Story. Ich hab so Bock, mal wieder die GTA-Story zu zocken. Weil das Ding ist, als ich sie gezockt habe, war ich. Wie alt war ich da? 2013 war ich 10. Und da habe ich halt nichts verstanden. Simon, genau, Simon. Der Russe, Chat. Digga, GTA 6 Release werde ich auch einen Sabaton machen, Chat, ne?
Wie kann man eigentlich denn... Wie kann man denn ein Auto knacken? So direkt zum Schrottplatz gefahren. Bam! Das so ist auch. Ja! Das ist das Auto von meinem Arbeitskollegen, Farud. Ich sollte das abholen. Dann ist alles in Ordnung. Schönen Abend noch. Jo, alles gut. Ey, Homie, kannst du dir Gefallen tun? Wem redest du? Mit mir? Ja, mit dir. Hast du gerade zu tun? Ich hab nichts zu tun. Okay, kannst du mir kurz mit der Karre hier, mit meiner Karre in der fahren? Ja, kann ich machen. Wohin? Linkssitzer, also musst du einsteigen. Fahr mir einfach der... Andere Seite, Homie. Ja, genau. An die rechts, genau. Ja, komm mir in der... Warte kurz, Jo, fahr mir hinterher. Warte. Kurz ein, zwei Sekunden. Hallo, die Dame. Oh. Ich suche heute tatsächlich ein paar Frauen für einen Job. Was für ein Job? Sie werden auch gut. Können Sie einsteigen? Ja. Obwohl, ich weiß doch gar nicht, wer du bist. Ich steig einfach rein, ich erkläre dir alles. Okay. Also, mein Name ist Big Sauce. Ich habe eine Tierschutzorganisation, habe ein Tierheim und ich helfe oft Omas über die Straßen. Mhm. Warte kurz, ich muss kurz reingehen. Ja, hallo? Guten Tag, Herr Sosa. Genau, ja? Für wen soll jetzt getanzt werden? Jetzt sei ehrlich, das wird eh nicht für dich. Ich? Wirklich? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum soll man dann eine Maske tragen? Achso, du willst vor anderen cool aussehen. Ja, da sind ja noch andere. Also du musst keine Maske tragen, am besten noch ohne. Okay, ich hab verstanden. Okay. Sie will dich nicht anrufen, weil die schämt sich. Mann, es ist doch egal, Mann. Die soll mich anrufen. Die soll mich einfach anrufen. Ich weiß dann sowieso nicht, wer das ist. Ja, okay. Okay. Oh. Aber stell mal vor, du hast ihre Nummer schon. Weiß ich nicht. Hab ich bestimmt nicht, wenn sie sich schämt davor. Ja, okay, dann hast du die Nummer nicht. Punkt. Weiß okay. Nicht. Schick mir die einfach oder sie soll mich anrufen. Ja. Tja. Warte, wo ist der hin? Wer? Der Typ hinter... Ist der weggefahren mit meiner... Ich werd schön. Verfickte Scheiße, der ist mit meiner Karre... Ach, egal, scheiß drauf. Ich habe heute einen Junggesellenabschied. Mhm. Und ich suche Frauen, die noch, tanzen wollen. Natürlich werden sie auch gut bezahlt dafür. Kannst nicht. Ja, du kannst natürlich auch eine Maske anziehen. Nein, ich kann nicht tanzen. Warum? Ich kann. Ich schieße lieber als tanzen. Achso, bist du in der Familie? Ja, ich bin bei Midnight. Midnight. Oh. Okay. Ja. Du hast echt eine süße Stimme, weißt du? Dankeschön.
Wie alt bist du? 18. Ich danke dir auf jeden Fall, aber du willst anscheinend nicht, oder? Nee. Wird doch sehr gut bezahlt, also so ist es nicht. Nein. Und trotzdem nicht? Hast du vielleicht ein Motorrad? Ein Motorrad? Nee, ich hätte bestimmt irgendwo ein Auto für dich, aber... Ja, okay. Oh mein Gott! Tschüss! Hallo? Oh mein Gott! Alter! Ach du Scheiße. Warte, lass mich hier. Ist gut? Ja, ist gut. Ja. Mhm. Ist dein Haus hier? Ja. Yeah. Crazy. Ja, krass. Komm her. Hier im Bike. Dankeschön. Kein Ding, dann hau rein, ja? Schön, dich kennengelernt zu haben. Ja, ebenfalls. Hey, tschüss. Ciao. Ich gefickt, Digga. Français. Ich habe auch eine Französische. Oh, mais le prince. Was? Okay. Ciao. Yes. Français. Und läuft's bei euch gut, Jungs? Oh, Französisch. Gott sei Dank. Ich danke Eli, ich danke Adidas, dass sie eine Ringecke gemacht haben. Das wird mit Sparring gelöst, das Ding. Ist mir scheißegal. Was? Jassi, ich hätte ihm diese Schreimei, Bruder. Lass mich doch nicht fluchen, ja? Abi, bitte nicht! Abi! Wenn ich dir das wüsste, würde ich dir ja sagen. Abi! ...2024 Music. Okay. Okay, mach bei Breitenberg. Wo ist Breitenberg? Hier. Okay, mach. Er ist gerade nicht da, Bro. Muss machen, wenn er da ist. Breitenberg, sind Sie da? Hallo, Breitenberg? Das ist gerade nicht damit. Bam! Ich bin da! Ich bin da! Nee, der ist nicht anwesend. Nee. Digga, der macht seinen. Bin da, bitte. Der macht seinen Greenscreen hoch auf einmal. Man denkt, ein Millionen-Apartment. Warum, Bruder? Mach jetzt, Setter. Ich bin da, meine Herrschaften. Ich bin da. Breitenberg. Maus ruft mich gerade an und sagt ganz kurz, klapp, wir sind im Krieg. Sie sollen sich überlegen, was sie gestern oder heute gemacht haben. Ey, Rohat, du Vollidiot, Amunakön. Wer gibt dir die Scheißrechte, Digga? Was soll das, Amunakön? Wie sieht das jetzt aus? Die haben die Route gefordert, ich habe um mein Leben geschrien, Digga. Alter, mir ist voll warm. Boah! Digga, wie schlecht hat er sich aber erschrocken, bitte. Ich hab gezuckt.
Wie delayed? Alter, mein Arm tut weh, Digga. Mein rechter Arm tut weh. Ich hab Herzinfarkt gehabt. Das ist ein Schrei aus der Hölle. Er schreit einfach mit. Nimm mal weg dem Jungen diese Scheiße. Ich war das nicht. Ich hab gezuckt. Warte mal, mein rechter Arm tut weh. Was ist das? Klipp das mal, ich will mal sehen, wie ich geschehen hab. Digga, Bruder, Alter. Was hat der eigentlich für ein Greenscreen da hinten? Man denkt, der wurde in einem 1-Million-Apartment, der Penner. Eigentlich voll lustig. Digga, mein Arm tut weh, wallah, ich hab richtig gezockt. Ich wollte gerade meine Hand nach vorne machen, das hat sich ganz komisch angefühlt. Alter, mir ist richtig heiß. So, erzähl, ich bin da. Wer hat gerade mit mir geredet? Was ist passiert, Herr Breitenberg? Sie haben so geschrien, als ob Ihre Seele rausgerannt ist. Fragen Sie nicht, ich hab eine hässliche Schlampe gesehen, das haben Sie noch nicht in Ihrem Leben gesehen. Meine Güte, okay. Die sah aus wie 200 Jahre alt und das Make-up komplett weiß. Los, der Clip. Warum schreibt ihr alle über die Sydney? Nein. Oh mein Gott. Also das ist verrückt. Die Kleidung ist wild. Bruder, das ist crazy. Los, der Clip. Das ist krass. Was war nochmal die Nummer? 1804. Hallo? Hallo? Schönen guten Tag, Max Oster, mein Name. Schönen guten Tag. Ich mache heute einen Junggesellenabschied. Ja. Und Selina hat schon mit dir geredet, oder? Ja, genau. Also, du wärst dabei mit Maske. Ja. Mit Maske und Robertos Stimme. Also so dunkel. Ich kann aber nicht so dunkel reden. Versuch mal so männlich zu reden, wie es geht. Ja, ey, das ist stark! Sehr stark! Okay, was stellst du dir denn für eine Summe vor für den Abend heute? Wie lange sollen das gehen? Na, so 1 bis 2 Stunden. 1 bis 2 Stunden? Ja. Gute Frage, ich habe gar keine Ahnung. Ich würde dir 50.000 überweisen. Nee. Dann ist mir das doch nicht so wert. Wie viel? Was? Da habe ich ja mehr bekommen, als ich im Unicorn gearbeitet habe. Aber im Unicorn konntest du noch arbeiten, oder was? Ja, da habe ich ja unterstützt, ne? Man hilft ja seinen Freunden. Okay, dann gebe ich dir, Hm. 75.000. Gib mir mal eine Zahl, die in deinem Kopf schwebt gerade. Waren Sie nicht der im Gerichtssaal sagten, Sie sind Millionär? Und jetzt kommen Sie mir mit so einer kleinen Summe an? Das war, glaube ich, mein Bruder. Aber was schwebt dir so in deinem Kopf? Weiß ich nicht. Ich war mir auch noch gar nicht so sicher, ob ich das überhaupt machen möchte. Und deswegen, Geld überzeugt alle am Ende des Tages. Sag mir deine Zahl. Das Geld ist immer schön zu haben, aber braucht man jetzt auch nicht so viel davon.
So viel Geld kommt falsche Freunde. Also, wie wär's mit 100.000? Nee. Und du darfst dich an meinen Arsch schicken. Ich dir an deinen Arsch schicken? Ja. Oh, das sind aber jetzt nicht so meine Pforten. Nee, danke. 1 Million! Nee. Wie nee? Ja, nein. 5 Millionen! Das ging ja schon wieder ein bisschen besser. Naja, natürlich, ne? Mit Geld aber falsche Freunde, leck meine Eier, man, verzieh dich. Bruder, was ist das für ein Motorschaden? Aussteigen sofort, du kleiner Motherfucker, Mann! Ja, yo, ich wollte das Auto bringen, Mann, aber ich hab dich nicht gefunden. Ja, yeah, wie, du wolltest mir das Auto bringen, hast mich nicht gefunden, du Wichser, Mann, Alter. Ich hab einen Unfall gefahren. Ja, Unfall, Mann, kleiner Wichser, Mann, Alter. Du bist ein Wichser, Mann. ApoRed, neues Video? Was für ein Video? Schaudi, danke für deinen 3. Ey, lass mal wegfahren, Digga. Ich hab Waffen dabei. Er zeigt 5 Millionen Wohnungen. Niemals. Niemals. Ihr labert Scheiße. Mein 5 Millionen Penthouse in Dubai. Hä? Was ist das denn? Sehr, sehr schöne Aussicht. Kennst du diesen Twitch-Streamer und so? Die streamen meistens in so einem Raum. Hallo. Ehrlich, ich hab noch nie. Hallo. Ja, yeah, ja. Yeah. Ey, weißt du, wo dieses Café ist? Skandalisten-Café oder so? Keine Ahnung, aber guck mal in dein Navi. Okay. Wollen wir das gucken, Chat? Ich glaube, das ist lustig. Darf man überhaupt schon reacten? Ich glaube, das geht schnell. Das sind 8, das ist ein 10-Minuten-Video. Das ist ein 10-Minuten-Video. Gott. Das geht relativ schnell. Lass uns doch mal hören, was der ApoRed zu sagen hat, Chat, bitte. So eine kranke Wohnung gesehen. Ja, meine Leute, Apos auf Zocken, ich habe meine Freunde mit einem weiteren Video. Heute werden keine Millionen gezeigt, heute werden Millionen ausgegeben. Und wir haben heute da. Aha! Ein Special Guest, Ladies and Gentlemen, ich darf euch vorstellen. Ferhat Dubai, Bruder. Grüßt euch, mein Name ist Ferhat Doğan. Die meisten kennen mich unter Ferhat Dubai aus TikTok. Ich lebe in Dubai. Bruder, du darfst so ein Kommen in die Gruppe, Typ.
Dubai und bin Immobilienmakler. Und heute werden wir uns mit dem lieben Apo ein paar schöne Wohnungen angucken und schauen, wo er seine Millionen ausgeben kann. Let's go! So, Apo Red. Was crazy, Bro. Was ist das denn? Willkommen im Atlantis The Royal. Digga, was ist das denn? Holy. Was sagst du? Hase. Hammer oder Hammer? Das ist Real Talk, erster Eindruck. Letztes Jahr war übrigens die Eröffnung von diesem Gebäude. Eingeladen waren spezielle Gäste wie Beyoncé. Für 22 Millionen Euro hat die hier einen Auftritt gehabt. Jay-Z war hier. Shah Rukh Khan wird dein Nachbar. Ach, ehrlich. Digga, ich bin ehrlich, ich habe noch nie so eine kranke Wohnung gesehen. Das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Das ist ja alles echt, oder was? Das ist alles echt, ja. Machen wir hier ein paar Details hier, oder? Was ist hier nicht los? Brutaler Fernseher, 85 Zoll? Haut hin, 85, ja. Ist das ja mit echtem Feuer so? Feuer, ja. Bisschen Qualm, bisschen Feuer, wenn du mal gemütlich abends hier sitzt. Kannst du ein bisschen dran rumspielen. Oh mein Gott, Digga, voll Schock bekommen. Der dampfte Hase, das ist hier, glaube ich. Oha, Digga, was ist das denn? Wie geil. Kommt ja mitten aus der Hölle hier, die Flammen gleich, ne? Bevor ich hier was kaputt mache, lass ja, mal lieber. Ja, lass mal lieber aus. Puh. Also, das ist die Küche. Ja. Alles schön, hochwertig, Marmor, Granit. Kann man hier ein paar gute Birdies machen, ne? Hier ist dein Abschnitt. Ein paar gute Birdies. Dein Mainroom. Kennst du sowas? Habt ihr das in Deutschland auch? Ah, ich weiß nicht. Kennst du diese Twitch-Streamer und so? Die streamen meistens in so einem Raum. So, das ist crazy. Interessant. Haben dann immer so hier, guck mal, haben dann immer hier so ein paar LED-Streifen geklebt von Amazon für 5 Euro und dann streamen die von so einem Raum. Kann man machen, wenn man in Deutschland lebt, ja. Aber die alle echten leben in Dubai, merkt euch das. Okay, auf jeden Fall, Digga. Hier haben wir die Küche, hier haben wir den Living. Oder ich sag euch ehrlich, ich will einmal Dubai sehen so, weil ich mir so denke, okay, übel schön und so, was die da geschafft haben zu bauen, aber Dubai an sich, die Leute da und so, Bruder, das ist nicht das, was ich gedacht habe, was es ist. Checkt ihr, wie ich meine? So, Dubai ist sehr, sehr westlich. Living Room. Schön groß für ein Wohnzimmer. Sehr gemütlich. Kannst du abends dich hinsetzen. Kann man fein dinieren, ne? Mit den Boys. Schön Abendbrot essen, ja. Eine sehr, sehr schöne Aussicht aufs offene Meer. Aussicht ist der Wahnsinn. Meine Güte. Das ist eine Aussicht. Guckt euch mal das an, Leute. Guckt. Boah, die Aussicht ist echt heavy. Guckt euch mal allein diesen kleinen Louis Vuitton. Das ist wirklich krass. Was, ne? Und das ist ja so eine Official Collaboration official, hier, ne? Official, yes. Das ist ja unglaublich, Leute. Also sein wer Day. Würde nicht gerne abends hier sitzen mit einem Schlückchen Tee? Oder ein Latte Macchiato, ne? Und eine nette Begleitung. Latte Macchiato, der würde, glaube ich, sehr nice kommen. Meine Güte, wow. Und wird das einfach Latte Macchiato auch nur genießen. Du musst mir mal die Schlafzimmer zeigen. Komm, wir gehen in die Schlafzimmer jetzt. Hier haben wir das Master Bedroom, schön groß. Boah, der ist es jetzt hier echt. Aber Red sieht stabil aus, ne? Ich glaube, er trainiert noch aktiv. Alles echt, ja. Wer hat das designt? Das muss ja ein richtiger Macher, kein Schnagger, ne? Nein, alles aus Italien. Boah, du willst mich doch hochnehmen, ey. Welches Girl hat sich hier reingesneakt hier? Was komm mal her. Welcher Hase war hier? Welches Girl hat sich hier schon reingesneakt? Wem gehören die Schuhe hier? Hier hast du eigentlich sehr schön. Aber 5 Millionen? Oder niemals, oder? Spiegel mit Licht dann an der Seite, 2 Waschbecken. Wenn du mal zu zweit bist, hast du nicht das Problem mit dem Waschbecken. Kannst dich abends und morgens schön fresh machen, wenn es rausgeht. Und ja. Sehr wichtig. Hier im Spiegel hat man auch gerade gesehen, mein professioneller Kameramann. Ich glaube, der Goofy sagen, Red nimmt alles mit dem iPhone auf. Doch die verstehen nicht. Ich habe hier den besten Kameramann aus ganz Dubai. Professionell, spricht mehrere Sprachen, versteht mich voll und ganz. Besser als ihn gibt's gar nicht gefühlt. Und die Kamera, Leute. Sony FX3. 35.000 Euronen, Freunde. Bruder, das ist so krass. Also damit macht es sich schon sehr zum Affen, so die ganze Zeit. Ey, das ist so heftig, das ist so krass. Der macht das ja extra. 35.000 wow. Euro. Wow. Ich hole nur das Beste Maximum. Hier. Maximum. Der Red, der Allerechte, holt nur das Beste vom Besten. Also, hier könnte man auch zu viert oder zu fünft duschen. Kann man hier einen kleinen Test machen? Okay. Geil. Boah, hier nochmal so ein kleiner ja, Ankleideraum. Kleiner begehbarer Schrank. Ja. Qualitätscheck. Ich denke aber, bei den Klamotten, die du hast, brauchst du auf jeden Fall 2, oder? Da kannst du so einfach das Gästebedroom benutzen. Das passt vielleicht so 5% von meinem Stuff, ne? Was hat
5% von meinem Stuff ist Big Cap. Mann, hier, ist das hier ein WC oder was? Ja, ein WC, auf exklusive Hase. Überleg mal, du stehst jeden Morgen auf. Mit diesem Blick? Und hast diesen Blick. Das ist übrigens, Leute, der Blick, den jeden Morgen ein Millionär sieht. Nur ein Millionär kann diesen Blick sehen. Morgens aufstehen und dann... Ein Multi-Ferrat. Ein Multi, ganz genau. Bei Wie viel kostet die Wohnung? Erklär mal. Leute, diese Wohnung kostet 22 Millionen Dirham. Das sind umgerechnet 5,5 Millionen Euro. Was, Bruder? Der Allerechte macht es möglich. Also kann es möglich machen. Er musste übrigens einen Kapitalnachweis. Um überhaupt so eine Wohnung besichtigen zu können, muss man als Kunde erstmal einen Kapitalnachweis bringen, um überhaupt in dieses Gebäude reinzukommen. Dann wird ein Security-Check gemacht und dann kriegt man erst die Erlaubnis, als Kunde hier reinzukommen. Und er hat diesen Test bestanden. Das schafft nicht jeder. Das Ding ist, Leute, komm mal kurz mit. Ihr werdet so eine Besichtigung niemals bei einem von diesen Goofy-Streamern sehen, weil die haben nicht mal die Credibility und die Possibility, überhaupt sowas anzuschauen. Das seht ihr nur beim Main-Character. Oder Eli, seine Wohnung ist zehnmal krasser als das. Director. Diese kleinen Goofies, die schauen sich vielleicht irgendwie... Digga, das Ding ist, das ist Dubai so krass teuer? Ja? Crazy. Welche, da könnte ich mir sogar vorstellen, wenn das so krass teuer ist, dass es ernst 5 Millionen kostet. Pennerwohnungen in irgendeiner Billo-Insel an, aber das ist high. Billo-Insel. Exclusive-Hase. Ganz exklusive Kunden kriegen das nur zu sehen. Und jeder, der das Gebäude kennt, weiß auch, dass es so ist. Schauen wir uns mal das Gäste-Bedroom an, wenn du mal Gäste hast. Das ist das Gäste-Bedroom? Aber das sieht ja Minimum genauso krass aus. Ich denke mal, jetzt will ganz Deutschland dein Gast werden. Digga, was ist denn das denn? Holy moly. Schon Hammer, mit einer schönen Badewanne hier. Aber zu was führt das Video? Boah, Digga, was ist das denn? Guck dir das mal an, Leute. Das ist auch wichtig, ne? Dass man den Main-Character auch mal so groß publiziert, sag ich mal. Das kommt schon sehr gefährlich. Kann man jeden Tag nochmal so einen kleinen Flex machen. Schön. Finde ich super. Stellt euch auf die Storys ein. Ja, ne? Guck mal, kannst hier schön deine Hände waschen auf süß. Da deinen Partner oder deine Partnerin da an der Seite auf süß. Sehr geräumig, sehr riesig. Das ist das Gäste-Witz hier. Also Vollbad, ne? Du hast hier Badewanne. Weil in Dubai hast du so oft getan. Versuchen die jetzt irgendjemanden, der das Video sieht, zu überzeugen, dass das auszukaufen? Halt, dass wirklich jedes Zimmer hat ein eigenes. Ich verstehe das Video irgendwie nicht. Quasi ein Gäste-WC. Da hast du wirklich voll die schöne Badewanne. Also richtig nice. Sehr schön geräumig. Digga, wie geht das auf, Alter? Da ist bestimmt was Brutales drin. Kann man jetzt kurz sneaken, ne? Okay. Ey, ich feiere auch die Farben. Schöne Erdtöne überall, ne? Ich bin da sowieso auf den Erdtonhasen gerade. So schön alles in Brown, Black, Beige. Ja, passt auch mit deinem Oberteil. Das ist alles grade. Genau. Sehr modern. Super schön designt. Also man merkt, auf Italienisch angehaucht hier alles. Muss dir mal überlegen. Italienisch angehaucht. Deine Gäste haben einen eigenen Balkon mit dieser View. Heftig. Wer würde jetzt nicht gerne Gast sein? Hm? Schaut euch mal hier. Ihr seht man auch, wie gesagt, Atlantis the Royal. Nummer 1 Resi in ganz Dubai. Das war ja so fördert, die haben ja Hotels und das sind ja die Apartments. Die haben Residence also, und Apartments. Also ja. Ich habe auch gesehen, so viele Leute in Deutschland, die kennen sich nicht so gut anscheinend damit aus. In Dubai ist es so geregelt, dass fast jedes Gebäude in Dubai, wirklich fast jedes Gebäude, ein Hotel hat, aber oben drüber oder nebenan nochmal Residence-Seiten hat, wo man die Wohnung mieten kann, wo man die Wohnung auch kaufen kann. Und diese Wohnungen nennen sich dann Service-Apartments. Das heißt, du genießt den vollen Luxus vom Hotel, aber es ist deine Wohnung. Ach, das heißt, du kannst jederzeit einen Zimmerservice anrufen, jederzeit deine Wäsche abholen lassen, jederzeit eine Reinigung. Du wohnst ja auch in einem Service-Apartment. Also ich selber wohne auch in einem... Professioneller Kameramann. Digga, die Aufnahme war ewig schön. Schaut euch mal hier, ihr seht man auch, wie gesagt, Atlantis the Royal. Nummer 1. Crazy Kameramann. 1 Resi in ganz Dubai. Da oben drüber oder nebenan nochmal Residence-Seiten hat, wo man die Wohnung mieten kann, wo man die Wohnung auch kaufen kann. Und diese Wohnungen nennen sich dann Service-Apartments. Das heißt, du genießt den vollen Luxus vom Hotel, aber es ist deine Wohnung. Ach, das heißt, du kannst jederzeit einen Zimmerservice anrufen, jederzeit deine Wäsche abholen lassen, jederzeit einen Reinigungsservice. Du wohnst ja auch in einem Service-Apartment. Also ich selber wohne auch in einem Service-Apartment. Das ich selber wohne im Address Beach Resort, JBR. Mhm. Ich höre auch immer sehr oft von Leuten, ach, du wohnst doch in einem Hotel. Nein, Leute, ich wohne nicht in einem Hotel, ich lebe über einem Hotel. Also ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, Service Apartments ist das geilste überhaupt. Ihr habt eine Wohnung, aber ihr habt den Vollen Service, Luxus vom den Vollen, Hotel. Genau. Also das ist das Maximum. Hey, das ist ehrlich krass.
Und man bezahlt auch Service Charge. Es ist immer unterschiedlich. Also bei mir im Gebäude zahle ich umgerechnet 15.000 Euro im Jahr, nur für den Service vom Hotel. Denk mal hier in dem Gebäude. Boah, 15.000 Euro im Jahr sind so ungefähr 1.000. Das sind schon so 1.100, 1.200. Ja. 1.200 ungefähr. Im Gebäude wird das sich so auf 20.000 Euro im Jahr nur für den Service belaufen. Aber lohnt sich dann. Aber es lohnt sich. Krass, krass, krass. Haben wir wieder was Neues dazugelernt, ja. Ferda. Danke für die ganzen glorreichen Informationen hier. Mal, ne? Weil ich sehe sehr oft so ein paar Dubai-Auskenner, die eine auf, ich kenne mich in Dubai aus. Die und kleinen so, Sherlock Holmes, so ein paar schöne Videos immer raushauen mit in Dubai das, in Dubai dies. Aber Leute, so ist es nicht. Also die Wohnung wirklich super knackig, super lecker. Also fassen wir nochmal zusammen. Wir haben hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche, ein Gäste-WC und das Ganze für 22 Millionen Dirham. Das sind umgerechnet 5,5 Millionen Euro. Wer sich das für 5,5 Millionen Euro holt, Digga, ist komplett ein Hänger. Das Ding ist, ich bin ehrlich, man kann sich den Hasen leisten, aber ich bin straight, so man will auch nicht jetzt, keine Ahnung, Hälfte vom ganzen Vermögen jetzt in eine Wohnung gerade in Weston, ob das jetzt so schlau ist. Kann man die auch optional mieten so? Und wie viel wird es kosten? Du könntest die mieten, das Ganze würde dich 2,8 Millionen Dirham im Jahr kosten, das sind umgerechnet 700.000 Euro. Ja. Das macht gar keinen Sinn, dann kann man die auch direkt überholen. Natürlich, also dann lieber natürlich kaufen. Guck mal, man ist hier gespeichert. Lass die andere Wohnung erstmal anschauen. Okay. Aha, es gibt noch eine andere. Letztes Jahr hatte ich vom Layout eigentlich eine ähnliche Wohnung, auch in dem Tower, wo ich gerade jetzt bin. Ich speichere alle Preise und dann gucke ich dann einfach. Lass dir durch den Kopf gehen, lass Revue passieren und wir gehen jetzt zu der anderen Wohnung. Die andere Wohnung ist im Blue Water Island, dort, wo das größte Riesenrad der Welt ist. Und let's go, lass uns dahin. Let's go. Wir kommen in Blue Water Island. Auf der künstlichen Insel. Ich halte mal meine Augen zu. Wann darf ich gucken? Das ist das Wohnzimmer. Bester Kameramann der Welt, Bruder. Die Tonquali. Jetzt. Digga, willst du mich komplett verarschen? Das ist das Wohnzimmer, Digga. Was zeigst du mir wieder im Boden? Das ist ein sehr schönes Two-Bedroom-Wohnzimmer. Ich check das Video nicht, ne? Also zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer. Natürlich jedes Zimmer hat ein Gäste-WC, ein sehr schönes Balkon. Was ist denn das für ein Grund, Leute? Ja, sehr schön designt. Für alle echte Klavierspieler. Ja, man kennt ihn. Also kurz zu der Aussicht. Hier haben wir das höchste Riesenrad der Welt, direkt neben deinem Balkonfenster. Hinten sieht man noch Atlantis. Man sieht hinten Atlantis tatsächlich auf die Palminseln. Das ist eine sehr schön große, geräumige Terrasse. Auch für die Leute in Deutschland, ihr müsst auf jeden Fall mal hier auf Blue Water Island spazieren kommen. Sehr, sehr schön. Okay, kommen wir zu der Wohnung zurück. Geben wir mal die einzelnen Räume durch. Wie gesagt, hier hast du ein sehr schönes großes Wohnzimmer. Riesenfernseher, schöne Konsole, brutales Sofa, schön designt, alles schön leckerli, schön modern. Bist du einer, der selber kocht oder lässt du lieber kochen oder bestellst du lieber was? Ich bin der, kocht besser als alle Damen da draußen. Ja? Alles, was du willst. Curry. Okay. Besser als alle Damen da draußen ist crazy. Burgeries, Pizzis, Diät, alles was du willst. Hier haben wir das Master Bedroom, das wäre das Schlafzimmer, wo du drin schlafen würdest. Digga, das ist ja mal maximal heftiger als bei Atlantis. Oh mein Gott. Sehr schön groß, mit sehr hohen Decken. Ja, so mögen wir es doch, ne? Immer 4 Meter. Hier hast du ein riesengroßes Kleiderschrank. Sieht man auch so nicht oft, ne? Ja, das ist ein teurer Wohl. Ich glaube in Hamburg, ein Todesfall. Hast hier so deine Ecke, kannst deine Parfüms hier aufreihen. Vielleicht würde ich mir hier sogar noch so einen Spiegel hinhängen. Dieses Zimmer, das ist ja wie ein Maximum 7-Sterne-Hotel. Hier kannst du deine Blogs drehen. Guck mal, hier kannst du einen Podcast machen, ja. Podcast, genau. Das wär's, Freunde, ne? Dann wird die ganze Serie krachen. Ja, TikTok wäre Explosion. Gucken wir uns mal das Bad an. Sehr schönes, großes Bad mit einem eigenen Jacuzzi. ApoED-Podcast. Das heftigste Badezimmer, was wir leben gesehen haben. Findest du? Hier hast du eine riesengroße Dusche für zwei Personen mit Wasserfall. Ach, das heißt, du könntest einfach zu zweit drin duschen. Ach, gut gefahren. Zwei Leute gleichzeitig. Wollen wir austesten? Nein. WC ist so groß wie manchmal. Wollen wir mal austesten? Das ist krass, Alter. Du musst auch nicht mit immer filmen, Schiede. Red ist durchsichtig, das ist krass. Rauchglasmäßig, ne? Also stell dir vor, so, ne? Ja, verstehst du was, Freunde? Stell dir vor, so, ne? Ist durchsichtig, das ist Glas, so. Rauchglasmäßig, ne? Also stell dir vor, so, ne? Ja, verstehst du was, Freunde? Ja, selbst wenn die Tele nicht angehaucht werden.
Guck mal, Fred, jetzt zeig ich dir mal was Krasses. Guck mal im Spiegel da. Ich sehe da einfach mal zwei attraktive Männer. Ja, Mann. Ja. Das ist sogar gleich groß. Ah, ist ein bisschen zesty unter denen, ne? Was ist denn da los? Das ist krank, Alter. Was passiert da gerade? Jetzt so erst mit diesem Duschen? Jetzt diese? Die Frage ist, wie sieht jetzt das Gästezimmer aus? Weil die anderen waren ja beide relativ gleich. Das ja, ist das, Gästezimmer. Hier merkt man auch, es ist wirklich ein Gästezimmer. Und es ist auch prinzipiell ein stabiles, ordentliches Zimmer. Natürlich diese. Also, ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist es hier mehr wohnlicher wie die erste Wohnung. Also, es ist gemütlicher. Halt. Weißt du, was das Gute hier ist? Bei den anderen. Man ist so eifersüchtig. Gäste haben es genauso geil wie du. Das darf nicht sein. Ein Zimmer muss Main-Character-Zimmer sein und die Gäste drei Level da runter. Runter. Genau so. Ja, aber dennoch. Weil wir hatten Jacuzzi, ne? Nicht jeder. Schönes Vollbad und Suite. Das hat man in Deutschland alles gar nicht. Das ist ja für uns in Dubai ist ja Standard. Das ist so Standard, ja. Einfach jedes Zimmer hat einen eigenen Bad. Richtig. Und das ist schon sehr schön. Die Kosten hierfür wären 16,4 Millionen Dirham. Das sind. Günstiger als die andere. In Euro wären das 4,1 Millionen. Bruder, das kann doch nicht sein, dass jede Wohnung ein Gästezimmer hat. Hä? Millionen Euro. Fast eine Million Unterschied. Wenn du meine persönliche Meinung fragst, ne, ist die andere zum Flexen natürlich viel, viel krasser. Statustechnisch. Muss man sagen, Atlantis hat einfach ein anderes Level. Natürlich. So, wenn du sagst, so, ich wohne in Atlantis, Teroya. Ich bin so ehrlich. Ne? Richtig. Weil bei der hier, so, ich bin ehrlich, du wolltest aber jetzt nicht so. Das kennst du einfach, das ist total so genannt. Ne? Natürlich. Und ich glaube, alleine deswegen auf dem Wert halt, kann ich mir vorstellen, besser als. Obwohl das ja auch eine brutale Wohnung ist, brauchen wir sagen. Schöne Aussicht, etc. Aber Name spielt eine große Rolle. Deswegen auch, ne? Louis? Ne? Louis? Er hat die Augen lieber. Er hat die Augen lieber. Geht hier ab? Große Rolle. So klein gedruckt, diese Louis Vuitton. Deswegen, ich würde einfach sagen, ein bisschen Bedenkzeit. Natürlich. Und dann kommen wir zurück. Natürlich. So, Freunde, ich hatte genug Bedenkzeit und ich habe mich für eine Wohnung entschieden. Aha. Für welche? Das seht ihr denn auf Ferhats TikTok-Account. Der erste Link in der Beschreibung, Ferhat Dubai. Checkt es auf jeden Fall ab und da seht ihr als Video, für welche ich mich entschieden habe. Ja. Sag mal, Herr Ferhat. Und das Schluss? Das ist schon gut, wo der Pro. Alles Gute, was? Und das Schluss? Das ist schon gut, wo der Pro. Alles Gute, was? Das ist crazy, Digga. Ohne Notar, einfach so. Das ist schon crazy. Bruder, man, das ist ja offensichtlich, dass er capped, so, ne? Aber warum, Bruder? Ich verstehe das nicht. So, aus was für einem Grund heraus? Checkt, wie ich meine. Eigentlich habe ich Red immer sehr krass Also, ich mochte Red eigentlich immer. Auch privat, ultra korrekter Typ eigentlich immer gewesen. Also ernst. Weil es viral geht. Krass, Alter. Heavy. Das ist heavy. Keine Ahnung. Kann mich halt so diese Art von Content so null identifizieren, so, weiß nicht. Ich weiß nicht, was er da vorhat. Ich denke immer so, ich fand immer, er war ultra korrekt, so. Damals auch als Mensch sehr korrekt gewesen, immer.
Es gab damals auch schon so ein, zwei Sachen, wo ich mir so dachte, hä, das ergibt doch gar keinen Sinn, was er sagt. Die Hand ist crazy, warum Hand? Ach so, die Hand. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch von meiner Seite her. Danke nochmal, mein Lieber. Ja. Keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe ich wirklich nicht, warum man das macht. Wirklich. Also, Chat. Wir haben hier ein Nokia-Handy. Und ich werde versuchen, es kaputt zu machen. Gib mir ein paar Ideen, wie ich das kaputt machen kann. 2024 Music ist der Beste. Hammer. Was ist das für ein Hammer? Bruder, ich sag euch echt, das Ding ist richtig stabil, ne? Es geht nicht kaputt. Bruder! Wie eine Eins! Wie eine Eins! Kein Kinderhammer? Ich glaube, das geht noch. Ey, kann das Handy explodieren? Kato soll sich raufsetzen. Nimm Akku raus. Wie geht Akku raus? Ah, hier? Ja, hallo? Hallo, Ort? Ja? Ey, Ort, ich schreib dir schon seit 7 Uhr, der Tisch ist schief. Ja, ist doch egal. Oh mein Gott! Was machst du da? Ich hab einen Riss reinbekommen! Wo? In das Handy! Wie? Welches Handy? Rot oder Rot? Ja, Anne? Was machst du? Ich versuch das Handy kaputt zu kriegen. Welches? Dein eigenes Handy oder was? Nein, Nokia! Dein zweites Handy? Ey! Glaubst du, ich krieg's nicht auseinander? Nee, glaube ich nicht. Ich habe schon so viele Videos von sowas gesehen, die haben das nie geschafft. Also einen Riss habe ich reinbekommen, aber Bruder, ist es immer noch clean. Also ich kann die rüberhalten. Ja, das Gehäuse ist einfach richtig krass robust. Du könntest das sogar aus dem zweiten oder dritten Stock kannst
es trotzdem, es hat bestimmt nicht mal eine Schramme oder so. Höchstens du bohrst da rein. Mit einer Bohrmaschine oder so. Ey, so geht mein Tisch kaputt. Oh! Und? Ich hab's ein bisschen aufbekommen. Aber so geht das nicht kaputt. Du machst nur den Tisch kaputt. Ey! Vertrau mir doch. Ich glaube, Bohrmaschine bringt mehr was. Ah, Bruder, ey, das geht nicht. Digga, das ist immer noch fest. Ja, das wird doch nicht so einfach kaputt gehen. Warum geht... Also, Digga, das muss doch irgendwie kaputt gehen. Ey, ich schwöre, das ist so fest, Chat. Unfassbar. Aber wenn du schon einen Riss... Also ich habe einen Riss reinbekommen, aber ist es trotzdem so fest? Ja, dann musst du da, wo der Riss ist, rein nochmal reinhämmern. Aber der ist auch schon wieder zu. Ey, das ist so laut, Rod. Wenn sich gleich jemand denkt, dass du da jemanden umbringst oder so. ...2024 Music. Bruder, das Handy ist zu stabil, ne? Mach doch irgendwas darauf und mach drauf oder so. Bruder, das hält immer noch! Du hast recht, ich mach's morgen. Lieber morgen. Ja, lieber morgen. Wo hast du das Handy her? Hey. Hab ich gekauft, 15 Euro. Hey, du. Okay. Hallo. Ich kann grad nicht, du Wichser-Schmann. Ja, ich muss jetzt auflegen. Ja, und die Pflanze machst du nicht zu Hause bei uns. Die machst du, wenn, dann im Garten. Das macht sowieso keinen Sinn, dass du das in der Wohnung machst. Die stirbt doch sofort. Ich baue Tomaten an. Ja, okay. So unfähig. Hoffe ich. Tschüss. Ciao. Digga, Chat, also an die Leute, die denken, ich baue wirklich Ott an, ihr seid hängen geblieben, ne? Ich baue doch kein verfickt Ott, ich schwör. Was ist das denn? Das ist crazy. Alice crazy, Chad. Wo ist nochmal diese Bar? Hier irgendwo, ne? Oder, ja?
fick den mal weg, okay? Fick den mal weg. Sorry, Jungs. Sorry, Jungs. Sorry. Alles gut, Bruder. Alles gut. Warte, ich helfe euch. Alles gut, Bruder. Voila, du hast schon mal gefickt. Warte, ich helfe euch, Jungs. Warte, entspannt euch. Ey, Bruder, warte. Ich komme nicht. Okay, Chat, ich habe mal eine Frage. Gibt es ernst Leute, die sich jetzt denken, okay, ich habe noch nie gekifft, ich werde es jetzt einmal probieren, weil es legal ist? Okay, krass. Es gibt schon ein paar. Okay, Chat ist aber auch ein bisschen zu schnell. Nee, haram, ja. Es gibt schon ein paar. Okay, warte mal. Mach mal eine Umfrage, Mods. Ich kiffe sowieso. Ich werde es jetzt einmal probieren. Ich werde es jetzt regelmäßiger machen. Oder ich mache gar nicht. Achso, hier ist eine Bank. Ich will das einmal wissen. Konsum war noch nie illegal. Ja, aber du kannst jetzt wirklich ein 25 Gramm Bag mit dir tragen, Bro. Ist ja was anderes. Und vielleicht noch, ich habe aufgehört. Bin clean seit einer Stunde, das ist stark. Viel Glück dir auf deinem Weg, Bro. Okay, Umfrage läuft. Sehr stark. Einfach nur drei von den Sachen, die ich gesagt habe. Ich probiere, ich kiffe.